Okay, heute mal ein Video im F1 Manager. Und zwar geht es mehr oder weniger darum, ja, wie man am besten mit dem Geld umgeht, weil ich habe das jetzt noch nicht so raus. Ich meine, man sieht ja hier, die Fahrerpaarung ist gut und wir sind auch gut unterwegs. Jetzt gehe ich mal durch. Genau, unsere Ersatzfahrer. So, jetzt geht's weiter. Ja, hier können wir nichts mehr reparieren, weil wir, wie gesagt, kein Geld haben. Hier minus 29 Millionen. Und ja, wie kann man da am besten sein Geld sparen? Also, man braucht das Geld ja für die Entwicklung und um das Auto zu reparieren. Ist nicht so einfach, finde ich. Weil das ja sehr, sehr ärgerlich ist, diese Unfälle, die dann halt auch teilweise entstehen, wenn der Rennen, wenn dir jemand hinten drauf fährt oder so. Und ja, das hat jetzt zur Folge natürlich, ne, dass wir, ja gut, hier nochmal die Wertung. Ja, sind eigentlich wirklich gut unterwegs. Ich meine, wir rechnen mit mit so einer guten Saison. Ja, und durch die Finanzen, ja, verlorenes Vertrauen. Ja, alles begeistert. Ja, Finanzen, ja, das ist das Problem. Und deswegen, ich weiß nicht wenig, wie ich da Geld sparen kann. Weil durch dieses verlorene Vertrauen, ja, werde ich wahrscheinlich wohl das Team wechseln müssen am Ende der Saison. Das ist jetzt ja, eigentlich nicht das, was ich wollte. Also wenn jemand was weiß, immer her damit, mit ein paar Tipps.